Ja, wir gehen heute mal mit Zorro. Suchen einen Mann. Er kommt nicht aus der Bande von Ruffy. Er hat keine Teufelsfrucht gefressen. Er hat so ein halbes Haki, was auch immer ein Haki ist. Ja, kein Strohpirat. 1,80. Ich brauche euch, Chat. Wer ist größer? Also, wer ist so 2 Meter groß? Shanks. Ist Shanks so groß? Nein, nicht Rothaar-Piraten. Und Shanks ist scheinbar auch, ja, der ist 2 Meter, Alter. Holy fuck. Gold D. Roger. Aber Gold D. Roger ist doch der krasseste überhaupt, oder? Der ist aus Safe mehr als 4 Milliarden wert oder 320 Millionen. Der Fischmann, Arlong, den kenne ich aus der Serie. Aber ist auch falsch. Der hat scheinbar ein Haki. Oder kein Haki? Herkunft ist aber Grand Line. Da haben wir gerade Informationen bekommen. Monkey D. Garb. Guck mal, ein Nullkopfgeld. Er ist entweder kein Verbrecher oder halt ein Marine-Dude, gesaved wird. Und er ist größer als 3 Meter, Digga. Wer ist größer als 3 Meter? Ich auf jeden Fall nicht. Ey, hallo. Grüß dich, Phil. Ich kenne den Typen da mit den Gummihänden, falls das hilfreich ist. Sehr. Noch nie gehört, Bro. Hallihallo. Hey, hallo. Ich bin ganz kurz muted. Ich muss kurz das zu Ende machen. Dauert 2 Minuten oder so maximal. Kurz wieder back. So, Chat, erster Hinweis. Kapitel 920, 910, also Episode 910. Das müsst ihr jetzt wissen. Ihr als Nerds. So, wir suchen 0 Kopfgeld. 5 Meter, 4 Meter, 6 Meter groß. Wano Country ist der erste Bogen, in dem der Charakter rauskommt. Bartolomeo Kuma. Nein. Es ist scheinbar der schwerste One Piece Run aller Zeiten. Denn ihr habt, also normalerweise schafft ihr das einfach viel schneller. Ashura, der ist aus Naruto, Bro. Das ist der, als der Naruto wiedergeboren wird. Hä? 5,44 Meter, chillig. Aber ja, das ist wahrscheinlich der härteste One Piece Run. Sonst hat Chat es mal richtig schnell geschafft. Heute war hart. Bei Playchat. You did it. Hi, Tolkien. Hallo! Hallo? Oh, nicht Moin. Der. Hey, danke, Mann, für die Kunden. Also, ich habe mich gefreut, ob sie. Ich wusste nicht, dass du ihn eingeladen hast, Tanja. Ich mach morgen wieder mit dann, ja? Okay. Channel. Oh, nice. Mein Gott, der Saftige. Ja, aber das ist normal, dass er gesniped wird. Kennt ja, das irgendjemand hat mir vorhin schon geschrieben, dass sie Flex-Q noch Changer machen wollen und sie snipen uns jetzt, weil dann wird es ganz leicht, Changer zu hitten. Ach, nett. Ach so. Ja, also ich carry das Ding hier nicht, ne? Also ich lehne mich zurück. Ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, ich habe die Geheimwaffe vorbereitet. Ich kann Varus anbieten. Ja, actually, Varus würde ich sehen. Ja. What? Das ist die erste Geheimwaffe. Das ist respektlos, wenn überhaupt was. Warte. Wollen wir jetzt Lulu midlane, by the way? Hey, Lulu on-hit? Aber mit dem neuen Patch. Bin in jedem zweiten Solo-Kill-Game auf Leonard Duty. Jetzt gehe ich in Flex-Q. Dachte, ich kann ein bisschen entspannen. Jetzt muss ich hier auch noch Frontline und Hard Engage spielen. Aber es ist nicht mal die Geheimwaffe, die ich meinte, ne, Kani? Du musst nächste Runde nochmal carryen. Bei nächster Runde kommt eine ganz gefährliche Waffe nochmal. Aber die bringt doch mal, die bringt Frontline mit. Die bringt Frontline mit, die nächste Geheimwaffe. Ja, gib mal Rundown hier, Two-Stone hier, für Rune-Toplane. Hit me. Was rundet unseren Draft jetzt ab? Nee, das kannst du jetzt alleine machen. Das heißt hier nee. Boah, der Gegner Draft ist halt crazy, oder nicht? Das heißt ja einfach nein. Jetzt alle in Game Focus werden auf einmal. Ja. Ja, Bro, ich hab gesehen, was meine Topset Level 1 gemacht hat. Hä, hey, ich meine, also, okay, Kani, im echten Leben, jemand legt eine Bombe neben dich. Würdest du nicht wegflashen, wenn du könntest? Terroristen verhandelt man nicht, ich tank ein. Junge, Mann. Einfach reintanken im echten Leben, ja? Mach ich auch so. Natürlich. Also, der hat mir gerade 100 Auto-Attack reingedrückt. Du kommst jetzt hier in 3 Minuten runter, oder? Ich verstehe Gen Z-Sprache nicht, Jungs. Tut mir leid. Das ist irgendwie, mit Opsis zu spielen, ist irgendwie ein bisschen mit, wie mit Bröki. Nur mit weniger Attitude. Und schlechter, oder? Die Attitude gebe ich dir noch im Laufe des Tages. Pass mal auf. Also. Wir sagen mehr Attitude, oder? Nee, die Attitude ist eine andere. Ah, okay. Also, ich bin gleich da. Der sollte Top-Name hochpushen, ne? Weil der Wave ist schon ziemlich. Also, die ist nicht gut, die Wave von denen. Also. Ich skip Krabbe für dich, okay? So wichtig bist du mir da. Ich mach nichts, warte. Nee, okay, du willst euch doch. Na gut. Was? Was hier? Ja, cool, das ist mein Skin, bitte. Mal ganz kurz. Da kann er. Ja, Zillin hätte halt immer noch keinen. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass Grom noch ab ist, ne? Ja, das ist okay. Nee, passt. Ich meine, du grabst ihn ja auch ab dann und dann spawnen noch wieder deine Crabs und so. Ne? Ich muss gleich auch nochmal Botcrab nachschauen. Ja, der kann ruhig ein paar Crews verlieren, der Versager. Ja, der Versager. Okay. Hekerim top. Hekerim kein Ult mehr. Du, ich kann dir wirklich Bärwerf ans Herz legen. Toller Champion. Hab ich gewonnen. Aber die kann ich nicht. Better Jungler ist never lost the game. Nein, nein, das Problem ist, ich muss einfach die E auf den Dragon. Aber Jungle! Da sind wir am Chillen. Aber ich. Kannst du sogar sagen. Ach, du bist mit ihr per Du, ne? Du kennst ja. Ich. Oh, okay. Mit Gap. Mit Gap. Ey, ich kann's dir sogar sagen, aber. Halt. Jungs, also ich werde jetzt. Du weißt, wo da, sie wohnt, ne? Ihr kennt euch, ihr seid auf, ne? Auf Homie-Basis oder wie? Ich und Shrizzle. Jungle, Tiff ist der Guy! Das ist ein Glück, dass ich heute anfangen war. Aber ich glaube, Draven geht's gut.
Ich glaube, Draven geht's gut. Silene, auch keine Ulti. Ey, Tanne, was kommt jetzt zweites? Ja, ja. Nach Malignance? Mach schnell einen Call. Sonja? Was? Hier würde ich, ja, ich würde dir Sonja so empfehlen. Ich hoffe, wie du stirbst. Ey, was heißt das, ob ich sterbe? Ich stehe 1-2-1, ich wurde permanent gegammt. Ja, 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 lass. Ich hab 6 Volkdrops verloren. Obsessed, du kennst doch die Lyrics auswendig, oder? Ja. Charlottenburger Ladies, jung, hot und shady, oder was sagt sie? Ja. Shady? Warum shady? Na, weil sie halt shady ist, was weiß ich. Also, du fragst mich. Alter, das ist ja ein, ich muss gleich ein YouTube-Video hochladen, also ein TikTok-Reel von Tanja, das kenne ich aus deinen TikTok-Reels, was ich gerade gemacht habe. Sorry. Mein ganzes Leben habe ich auf dieser unteren Brücke verbracht, nur damit mein AD Carry 0-4 geht. Mein direkten 50 sehr, sehr. Also, Zügel deine Zunge? Wie heißt das? Zügel deine Zunge, Junge. Was? Zwiebeln. Guck mal, auf meinen Top-Laner ist verlassen. Ja, da bin ich einmal und helfe dem Jungen und dann weiß der auch, wie den Lied ausspielt. hier, Kani, töte den! Nee, danke! Weiter! Geh doch meine Kappe, weil ich glaube, ich untertaliere hier. 20% HP bringt gleich. Ja. Ich chase hier noch. Danke. Ich hab hier noch was. Töte den Kani! Kani, sei ein Macher! Du bist ein Lacher. Deswegen bist du Master. Egal, ich hol mir den. Deswegen bist du Master. Ihr kleinen Hunde, wenn mal genauso viele Kills habt wie ich, dürft ihr reden. Oh, Tanja, kommst du mit zurück, Daddy? Nee, der kommt nicht wieder. Zurück. Tolkien, er ist nicht wirklich Kippen holen, es tut mir leid. Ist doch scheiße. Das ist spielbar, Ich bin auch gleich da, Ja, okay. Ja, ich hab du und ich, wir zwei. Das ist richtig spielbar. Actually. Ach, das ist grandios. Ich hab noch Sonnes, keine Sorge. Just play with my passive, mein Chapel ist noch balanced. Oder steckt den Herald ein? Till, wir holen uns den Egoisten. Ja. Das konnte unsere Botlane nicht, aber wir beide schaffen. Grandios. Schön getimed. Bravo. Und weiter. Zwei Sekunden. Oh mein Gott, da raus. Ich hab nichts mehr. Das ist crazy. Ich kann den killen. Du hast sehr schön auf mein Sonnes getimed, Tami. Du bist ein Macher. Dankeschön. Nein. Nice. Ich weiß, der Botlane das Problem war. Klasse. Hast du noch einen Star? Dankeschön. Ja. Was? Nein, ich komm nicht hin! Okay, ist fein, don't worry about it. Dritter Drake, tut mir leid, ich habe auch. Also, wenn wir 10 farmen die Minute, werden wir wieder gegankt und unser Team. Ich meine also 07. Aber ein verdammt guter AD Carry Main, muss ich sagen. Wow. Achso, ja, dann. Raus, Kani, das ist nicht der Play. Wir haben gesagt, Lego wächst. Ja, und jetzt, da, Kani? Also, aber ich dachte, du bist mein einer Teammate. Na gut, dann bin ich auch noch tot. Yeah. Wir verteidigen Mitte, wir droppen Bot, okay? Okay. Everyone's clear? Alles klar. Und was ist, wenn sie einfach enden? Ja, dann müssen wir fighten, aber wenn sie für Nexus gehen, dann ist es gut für uns. Okay, gut. Verteidigt Mitte, um euer Leben. Oh. Nicht. Oh. Achtung. Ist okay, Kani Mani? Ich hab 2 Sekunden Ulti, 1 Sekunde Ulti. Ein Reset. One kill is all it takes. Falling in love with me. Ja, okay! Go! Wir haben TP von Lulu, die ist. Ja, das. Ja, nice. Top Wave. Es ist keine gute Wave mehr. Auf Talia, ich bin hinter denen. Scheiße, ich bin ein bisschen leider. Ich kann auch TP, aber ich glaube, wir sterben dann beide einfach mit. Ja, ist besser, aber egal, die hat mit aufgehört zu Siege, ist fein. Gut, komm mal, Kinscha. Nicht, don't fight die. No fight, no fucking fighting. Können wir fighten? Ja, ich sehe uns. Nein, bitte nicht. Wir fighten. Farmt die Wave jetzt. Wir müssen aber schnell sein, der Double Tenacity, ja? Ich gucke. Er ist nochmal gerootet, ja? Schön. Ah, schade. Good ist try. Wir haben jetzt alles gerootet für den. Ja, raus. Ich glaube, hier ist wenig raus. Keine Sinn in Null. Okay, Base. Ja, das war dumm von mir, auf den zu gehen, das denke ich. Oder was? Mal drüber nach. Ja, der Troll, ja, aber der trollt ja auch. Ja, du TP'st dazu und dann ist alles gut. Ich bin im Nash-Areal drin, ich brauche Unterstützung. Ah, wer hat mich sonst bekommen? Ich meine das? Aber wie ist das denn jetzt passiert? Der Fight sah doch gut aus. Ich klebe mal die Botwafer. Ich hab gerade eine E-Mail bekommen, ich habe jetzt heute noch einen wichtigen Termin leider. Ab 14.40 Uhr geht das los. Malbe, ich hab nicht gesondert, dass der Nash spielt. Ja, ich hab einfach mein Tempo disrespected. Nur so eine Mal bin gestorben auf Botte. Das war nicht so gut. Ich kann ja auch niemanden online, ne? Also ich wollte nicht Mani online, der Großteil des Games war ein Team und dann macht er diesen Play, der geht gegen Nash. Ja, warte, ich kann gleich auch nochmal viermal reinrennen, dann mach ich auch noch ein bisschen Schaden. Ach du Scheiße. Aber anyways, ich hab einen Dürum jetzt, alles gut. Warte, wie hab ich genauso, fast genauso viel Damage gemacht wie mein Vego?